wir da wieder hoch, meinst du? Safe können wir da wieder hoch. Okay, hier bist du hoch. Dann lass das mal ausprobieren. Scheiße. Ich komme immer tiefer. Bisschen. Oh. Nee, jetzt nur noch tiefer. Ich schiebe, mein Jung. Ich schiebe. Ich schaff das. Ja, ein bisschen was geht da schon vorwärts hier. Jo. Der weitere Plan für den Urlaub ist, wir fahren die Lofoten noch ab und dann mit der Fähre auf eine andere Insel und von der Insel wieder zum Festland von Norwegen und dann spalten sich unsere Wege. Dann fährt Hannes über 3 oder 4 Tage wieder zurück und ich fahre auch wieder zurück, aber langsamer. Oh, Scheiße. Da hinten ist einfach meine Rettung. Denn da hinten ist eine Stadt mit einer Tankstelle. Denn die letzten Tankstellen waren einfach geschlossen oder nicht da oder keine Ahnung. Aber ich brauche Sprit. Oh mein Gott. 312 Kilometer her blinkt sich hier ein Arsch ab. So. Jetzt muss ich hier. Ist das sogar rot? Ja. Der kann rot blinken. Ja. Die Maschine kann nicht viel, aber das kann sie. Jetzt gib ihm.
Hey, da wäre ich ja noch ewig weit gekommen. Dann locker 10 Kilometer. An dem heutigen Tag ist sonst eigentlich nichts mehr Besonderes passiert. Wir sind durch diese traumhaft schöne Landschaft gefahren, haben diese genossen, sind ab und zu wieder stehen geblieben, haben rumgeschaut, wieder weitergefahren und ja, wir haben es einfach nur genossen. Das ist so schön. Es wird zwar nicht dunkel, aber trotzdem ist es langsam Zeit, wieder einen Schlafplatz zu suchen. Wir haben das Schild Haugland gesehen und dachten uns, warte mal, das kennen wir doch, und sind dahinter gefahren. Alter, ist das krass. Einfach nur wow. Man muss ehrlich sein, die Sonne drückt ein bisschen. Ich habe 3 Hosen an, ich glaube 5 Oberteile. Es ist arschig kalt, aber wunderschön. Leider bzw. zu Recht war dort alles voll und jeder Platz hat etwas gekostet. Da wir aber das Budget definitiv nicht haben, mussten wir weitersuchen. Hier noch eine kleine Vor-Ort-Diskussion, weil, naja, so schön war es ja schon, ne? Aber es waren auch wirklich viele Menschen da. Ich weiß es nicht, es sind hier schon viele Menschen. Ich meine, es ist wunderschön. Ha? Ich glaube, ich will ja auch nicht schlafen bei so vielen Leuten. Ja. Da habe ich jetzt nicht so viel Bock drauf, aber ich würde vielleicht gerne mal hintergucken. Aber ich weiß nicht, wie viel es kostet. Wir waren gerade eben da hinten. Ultra touristisch, wunderschön. Dann sind wir zu einem anderen Strand gefahren. Ultra touristisch, wunderschön. Man hätte für beides zahlen müssen. Und jetzt sitzen wir hier und können auf diese wunderschönen Orte schauen. Und ja, sind ein paar Hansel hier. Aber da unten haben wir einen Spot zum Schlafen gefunden. Und ja, das ist unser Schlafplatz für heute.
Wir brechen relativ früh hier wieder auf, weil wir wollen die Fähre zu einer kleinen Insel erreichen. Allerdings fährt die nur einmal am Tag, haben wir gestern Abend festgestellt. Und zwar um 9.45 Uhr. Das heißt eigentlich, wir wollten spätestens um 8 Uhr hier losfahren. Es ist 8.20 Uhr. Wir kommen um 9.20 Uhr an. 9.45 Uhr fährt die Fähre. Knobbekiste. Aber... Oh mein Jungs, sorry. Wir probieren unser Bestes. Wir haben es tatsächlich geschafft, aber jetzt sind wir verwirrt, weil hier steht überall Bodo und ja, mal schauen, wo wir rauskommen. Wir fahren jetzt auf diese Fähre da drauf und dann fahren wir runter, wo auch immer sie stehen bleibt. Der arme Pole ist genauso lost wie wir. Der ist gerade dreimal so um diesen Hafending da rumgefahren. Unser Ziel, jede Straße auf dieser Insel abzufahren.
fahr kurz mal die Lande- und Startbahn nochmal ab. Es hat einfach so extrem gewindet und war so kalt, dass wir uns hinter den Motorrädern versteckt haben. Und da wir bis dahin jede Straße schon abgefahren sind, kam uns die grandiose Idee, noch wandern zu gehen. Und so sind wir, naja, noch ein paar Stunden wandern gewesen. So, wir hauen jetzt halt wieder ab von der Insel. Hier ist es uns zu windig. Wir fahren jetzt halt zurück in die Stadt und suchen uns da ein windstilles Plätzchen und warten, bis die Fähre kommt. Wieder zurück zum Festland. Aber hier habe ich jetzt echt keinen Bock zu schlafen. So ein Auto ist doch was Schönes.